Wir machen einen Ausflug. Gut festhalten. Gut festhalten, ja. Achtung, morgen, los geht's. Moment, ich sehe dich. Oh, wie soll ich denn so deine Schuhe zu holen? Wie soll ich denn das deine Schuhe? Ah, da bin ich. Du kleiner Werbenden. Ich hab dich so lieb, weißt du das? Eine Da haben Butchika und Lilly ihre Schlüssel vergessen. Kannst du der kleinen Maus nochmal die Schuhe sind zu, aber die Jacke bitte anziehen, ja? Oh, komm. Und dann müssen wir noch den Rucksack packen. Nein. Lilly, mal bitte draußen. Lass uns mal kurz bitte reden. Über was willst du reden? Es gibt nichts mehr zu reden. Leonie, ich will keinen Ärger machen. Ich will einfach nur meine Tochter sehen, okay? Das interessiert mich aber nicht. Und jetzt verpiss dich. Leonie, bitte. Es ist Weihnachten. Checkt Kaspar denn nicht, dass es das Beste für Shirin ist, wenn sie erstmal Abstand von ihm hat? Der hat sich doch null unter Kontrolle, verdammt. Ich weiß, ich habe einen besseren Plan als Spielplatz. Wir backen jetzt Weihnachtsplätzchen. Oh. Okay? Ja. Bringst du sie schon mal in die Küche? Machen wir. Komm, wir gehen in die Küche. Ja. Mit ganz viel Schokolade. Ich will nicht Probier's. Nicht schlagen, es ist alles gut. Probier's! Hallo, probier's! Nee, bitte. Du bleibst bitte. Kaufen, du bleibst ja, okay? Okay. Komm, Chico, geh rein. Chico, komm! Einfach rein! Ich verzieh mich nicht! Der Typ Leonie, ist nicht bitte! Sperr mich! Leute, bitte, ich will einfach nur meine Tochter. Ich will keinen Ärger. Schatz! Leonie, hör mir zu! Ich will keinen Ärger machen! Mann, ich mache extra diese Therapie, damit es mir besser geht. Ich will einfach nur an Weihnachten ein bisschen ja Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ach so, ja, ein bisschen Zeit mit deiner Tochter. Hast du vielleicht das letzte Mal mitbekommen, wie scheiße das lief? Ja, aber es wird diesmal anders laufen. Halt dein Maul, okay? Ich verpiss dich jetzt, sonst rufe ich die Polizei. Hä? Hey, wie cool. Es fährt wieder wie eine Eins. Mega, danke. Wow, okay. Wie neu. Gleich fährt es nicht mehr, wenn du so weitermachst. Ja, das ist super. Genau so muss es sein, Leute. Ja, das hast du gut gemacht. Bremsen. Mega. Gut. Ja, das ist gut. Also, Ach, du siehst, das ist perfekt. Ja, da kannst du mit Shirin easy zum Reinfahren, verstehst du? Richtig geil, danke. Und dass Alice diesen besorgt hat, ist auch gar nicht verkehrt. Ja, der sieht auch richtig schön aus. Ja, danke schön. Mega. Ja. Danke. Gerne. Nicht zu danken. Ich bin im Müll weg, dann komm ich gleich wieder rein. Okay. Lassen wir uns hier stehen, ne? Yes. Leonie, warte mal. Bleib da stehen. Warte. Lass bitte. Mich Leonie, ich will dir nichts tun, alles gut. Ich will dir auch gar nicht auf die Nerven gehen, aber tu mir bitte einen Gefallen. Gib das bitte Shirin. Das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk. Wenn ich sie schon nicht sehen darf, dann will ich wenigstens, dass sie an mich denkt. Komm, Horn, es ist Weihnachten. Das ist meine Tochter. Ich geb's dir, aber jetzt geh bitte, Kaspar, okay? Geh jetzt. War ich vorhin nicht deutlich genug? Paco, ich glaube, es ist gerade nicht so gut. Shirin. Hey. Wir haben komische Plätzchen gemacht. Ui, wie cool. Ja, der Papa muss jetzt zur Arbeit. Na, Leonie, deswegen ist er hier. Ich wollte nur kurz was abholen. Ja, wir gehen wieder rein. Bis gleich. Oh, ich geb wieder so. Ich komm gleich. Kaspar, bleib stehen. Von mir ist... Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sage. Komm kurz mit rein und gib ihr das Geschenk persönlich. Umarme sie, es ist Weihnachten, aber mich fährst du nicht an und du benimmst dich, okay? Und du bleibst nicht lange. Verstanden? Ja, versprochen. Du machst da drinnen keinen Aufstand. Ja, versprochen. Danke. Kannst du nicht vorstellen, was mir das bedeutet? Und ich weiß, dass es für dich wirklich ein Step ist. Ich mach das nur für Shirin. Jetzt geh rein und ich hab dich im Auge. Ja. Und nicht lange. Mach dir keine Sorgen. Ich will mich benehmen. Einfach aufhören. Ja, Shirin, was? Spaß. Schau mal. Wer da ist. Guck mal. Oh, ein kleines Weihnachtsgeschenk. Wow. Hast du Plätzchen gebacken?
Ich erkläre dir das hier nur. Was? Bitte, vertrau mir, okay, es ist alles in Ordnung. Leute. Was denn? Bitte, reißt euch zusammen, okay? Jetzt, ich kann Aufstand zu der Kleinen machen. Jetzt ist es auch mal hier. Soll ich dir helfen? Ich bin im Zimmer, wenn was ist, schreist du. Ich bleib hier, ich lass dich hier allein. Ich verstehe die anderen. Ich meine, ich habe auch ein mieses Gefühl bei der ganzen Sache. Aber egal, was Kaspar mir angetan hat, Shirin ist so glücklich, ihren Papa zu sehen. Und das will ich ihr nicht kaputt machen. Dipsy schläft jetzt. Ist eingeschlafen. Gut. Kaspar, versprich mir einfach, dass du dich jetzt nur noch auf deine Therapie fokussierst. Okay, du musst den Fokus darauf setzen, dann kannst du vielleicht irgendwann Shirin auch öfter besuchen. Oder ja. Bekommst sie zurück. Das weiß ich nicht, aber du... Einfach gesagt, oder nicht? Kannst du überhaupt in irgendeiner Form nachvollziehen, wie schwierig das für mich ist, dass du mir mein Ein und Alles wegnimmst? Dass ich meine eigene Tochter nur unter Aufsicht sehen darf? Gut, wenn ich das scheiß Jugendamt anrufe? Vielleicht ein bisschen früher überlegen sollen, oder? Gibt's ein Problem? Nein, gibt's nicht. Leonie. Gut. Bevor du, Arschloch, deine Aggression nicht irgendwie in den Griff bekommst, wirst du deine Tochter nie wiedersehen, okay? Ja, verstanden. Gut. Aber wenn das sein wird, kann mir das jemand von euch sagen? Wenn ihr mir wieder vertrauen? Nö. Ja. Also quatsch mir nicht vor. Dein verfluchter Arzt. Leonie, Ich versteh's nicht. Ich meine, verdammt nochmal, das ist gefährlich, so einen Typen ins Haus zu lassen. Es kann eskalieren. Ja, stell dir vor, es ist mir tatsächlich auch bewusst, dass es gefährlich ist. Aber ich kann nicht anders, wenn ich Shirin sehe, wie sehr sie sich freut, ihren Papa endlich wiederzusehen in der Weihnachtszeit. Ich konnte nicht anders. Ja. Das verstehen wir auch, aber ich bin da ehrlich gesagt wirklich bei Chico. Guck mal, du musst auf dich aufpassen. Und jetzt vor allem, wenn wir über die Feiertage in Spanien sind, machst du einen riesigen Bogen um dieses Arschloch, okay? Versprochen? Malte, es tut mir leid, aber ich kann nicht nochmal wieder eine Schicht übernehmen. Das habe ich die ganze Woche schon zigmal gemacht. Also guck, dass du einfach jemand anderes findest. Leute, macht euch jetzt keine Sorgen um mich, okay? Ihr sollt eure Zeit in Spanien genießen. Ja, dann pass auf dich auf. Ich passe auf mich auf. Ich bin auch noch da. Ja. Ja. Weißt, ich will Fotos haben, okay? Ja. Dann werdet euch bitte, dass ihr gut angekommen seid. Ja, viel Spaß. Melde dich, ja? Ja, danke. Vamos, España! Was machst du hier? Ich bin gerade am Gehen, siehst du doch. Okay. Tue ich das? So, also wir gehen schon. Kannst mal du die Taschen holen? Ich behalte den Blick. Ja, wir gehen ganz nach vorne an die Straße. Junge, was ist dein Problem? Was mein Problem ist, fragst du? Chico, komm, jetzt reiß dich zusammen, das Taxi wartet auch schon. Im Ernst? Hier. Bitte. Hey! Buono bastardo! Ja, ich komme jetzt. Das ging schon wieder gar nicht, Leo. Seine scheiß Ader eben schon wieder mitbekommen, dann denke ich mir auch, warum lässt du diesen Mistkerl überhaupt hier rein? Und dann, ich konnte wirklich nicht anders. Als ich dieses Funkeln in Shirins Augen gesehen habe, als sie ihren Papa gesehen hat und sein Geschenk bekommen hat, da... Und auch Kaspar, die beiden, die brauchen sich. Das ist eine Vater-Tochter-Verbindung, sowas... Ich spüre das einfach, die beiden... Oh, das zerreißt mir das Herz, ich... Das ist schon gut. Ich kann das verstehen, okay? Dein Herz ist einfach zu gut für diese Welt. Hey, kleine Maus. Hast du mich vermisst? Ja.
Zeit. Gut festhalten, ja. Achtung, Mann, los geht's. Komm, Papa. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit in Spanien. Passt auf euch auf und bitte liebe Grüße an Mathilda senden, ja? Okay, bis dann. Ciao, ciao. Hey. Hallo. Wir haben Besuch. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Hey, und sorry wegen Kaspar. Ich habe mich bei ihm verplappert, dass Shirin hier ist. Ja, das dachte ich mir schon fast. Aber Paco und ich hatten die Situation ganz gut im Griff. Auf jeden Fall. Und die Kleine hatte super viel Spaß. Ja. Wir haben Kaspar einfach rausgeschickt und wir haben Weihnachtswitzchen gebacken. Oh, ja, Shirin, es war so süß, dass du so mit ansehen müssen. Wirklich, eigentlich schade, dass du sie jetzt schon abholen musst. Ja, ich weiß. Aber die kann ja bestimmt noch mal zu Besuch kommen. Das ist doch offen. Geht's dir gut? Wo ist sie denn? In deinem Zimmer? Oder? Nee, die steht vorne im kleinen Zimmer. Schläft, okay. Genau. Warte mal, im kleinen Zimmer? Ja, aber da, bist du uns auch? Ja, aber da stand das Fenstersperrangel weit auf. Nee, ich hatte es nur auf Kipp gemacht. Einfach nur, dass sie ein bisschen Sauerstoff reinkommt und dann habe ich sie eingemummelt. Okay, aber es ist viel zu kalt. Also, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich auch vertan. Aber ich das war wahrscheinlich mein Fenster. Die Kleine schläft noch, also nicht. Okay. Jetzt bin ich schon fertig für den Tag. Was? Shirin? Leo, ist die rausgegangen? Was ist das? Shirin, raus? Scheiß Arschloch! Ich glaub das nicht! Was meinst du? Nein. Kaspar! Nein, ist nicht dein Ernst! Nein, was ist? Hat er das Fenster aufgehebelt? Dieses miese Arschloch entführt seine eigene Tochter. Ich glaube, das kann alles. Okay, wir müssen es resignieren. Papa, du musst die Polizei rufen. Okay. Ich zieh mich jetzt ganz schnell um und dann müssen wir die beiden finden, okay? Wir müssen schon den Kaspar finden, okay? Okay. Konzentrier dich jetzt. Okay, zieh dich an. Okay. Okay, wir finden Shirin schon. Ist alles okay. Kaspar. Scheiße. Kaspar! Shirin! Shirin! Stopp! Nicht los! Mach keine Scheiße! Hör auf! Mach dich! Nein! Ich hab mir das Kennzeichen gemerkt, okay? Ich ruf ihn an. Gott! Wir können das der Polizei geben. Was machen wir denn hier? Die Polizei, wir nehmen uns den. Der will entführen, Mann. Der wird gleich mit den Kleinen über alle Berge sein. Das ist, wenn wir Shirin nie wiedersehen, Leute. Nein, wir werden sie finden. Maike, ich liebe dich. Und ich will mit dir zusammen sein. Entweder gibst du uns die Chance, oder wir ziehen das wirklich konsequent durch, dass wir gar keinen Kontakt haben und uns zusehen, wenn Lisa aus London wieder da ist. Sag mal, Kollege, was machst du denn da? Aber du kennst ja nicht die Medikamente. Okay, okay. Hey! Was hast du gemacht? Nichts? Was hast du gemacht? Okay. Ich hoffe, du hast deine rote Unterwäsche an. Klar, hab ich an. Mara, arbeite nicht in der Bar, die ist Prostituierte.